Weiter geht es mit der Bumerang-Ferse. Die Ferse beginnt mit der ersten Masche und der vierten Nadel. Und dann wird in der ersten Reihe, werden alle Maschen auf einer Nadel zusammengefasst. Das Besondere ist, dass bei der Bumerang-Ferse mit verkürzten Reihen gestrickt wird. Das heißt, wir wenden die Socke, der Faden bleibt vorne, heben die erste Masche ab und ziehen den Faden fest nach hinten, sodass die Masche als Doppelmasche auf der Nadel liegt und stricken dann links über alle Maschen wieder zurück. Abstricken, wieder wenden, den Faden nach vorne nehmen, die Masche abheben und den Faden nach hinten ziehen, damit die Masche als Doppelmasche auf der Nadel liegt. Und wieder einmal rüber stricken. Zum Reihenende kommen und noch eine Masche abstricken. Die Doppelmasche bleibt auf der linken Nadel. Wieder wenden und die nächste Masche wieder als Doppelmasche abheben. Den Faden fest nach hinten ziehen und dann mit linken Maschen wieder zurückstricken. Die letzte Masche ist die Doppelmasche von der vorherigen Reihe. Wieder wenden. Die Masche wird noch nicht mit abgestrickt. Den Faden vor der Arbeit lassen, die Masche abheben und den Faden wieder fest nach hinten ziehen. Und wieder einmal komplett rüber. Die beiden Doppelmaschen nicht mit abstricken. Wenden und die nächste Masche als Doppelmasche abheben, Faden nach hinten ziehen. Ja, so weit stricken, dass nur noch die beiden Doppelmaschen auf der Nadel liegen, die nicht mitstricken, wenden und den Faden wieder nach vorne als Doppelmasche ziehen. Es liegen auf beiden Seiten drei Maschen, die drei äußeren Maschen als Doppelmasche. Auf der anderen Seite genauso. Zwei. Die Ferse bei der Größe 38, 39 geht über 32 Maschen. Nochmal drittelt man die Ferse. Wenn das nicht möglich ist, wie bei 32 Maschen, dann das mittlere Drittel am breitesten machen, sodass wir jetzt an den Seiten jeweils 10 Maschen als Doppelmaschen stricken und in der Mitte 12 Maschen einfach stehen lassen. Und die Hin- und Rückreihen einfach wie gehabt stricken. Jetzt liegen auf beiden Seiten 10 Doppelmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jetzt über die weiteren 6 Maschen rechte Maschen stricken. Nach der Hälfte der Bumerang-Ferse wird wieder über alle vier Nadeln
glatt rechts gestrickt, dafür die fünfte Nadel wieder dazu holen und stricken dabei die Doppelmaschen zusammen. Stechen in beide Teile der Masche ein und ziehen den Faden wie zum Rechtsstricken durch. Damit bei der fertigen Socke hier nicht so ein kleines Loch entsteht, gibt es einen ganz einfachen Trick. Nehmen uns mal den Maschenmarkierer dazu, ziehen den drauf und stricken jetzt von der zweiten Nadel zwei Maschen rechts auf die erste Nadel. Der Markierer ist nur dafür da, dass man weiß, dass die beiden Maschen nicht zu der ursprünglichen ersten Nadel gehören und nachher wieder zurück auf die zweite Nadel geschoben werden müssen. Das gleiche machen wir mit der dritten und vierten Nadel. Die letzten beiden Maschen von dieser Nadel mit auf die vierte rüber nehmen. Dann abstricken, einen Maschenmarkierer drüber ziehen und wieder die Doppelmaschen als eine Masche abstricken. Und darauf achten, dass die Fadenspannung hier schön fest ist. Und die Maschen doppelt zusammen abstricken. Und anschließend noch eine weitere Runde über alle vier Nadeln glatt rechts stricken. Den Maschenmarkierer mit rübernehmen. Hier darauf achten, dass die Fadenspannung ein bisschen fester ist. Und dann beginnt der zweite Teil der Ferse. Der geht wieder nur mit zwei Nadeln weiter. Also die fünfte Nadel brauchen wir nicht. Und jetzt stricken wir zuerst die sechs Maschen, die noch zu den einfach gestrickten Maschen aus dem Mittelteil gehören. Und kommen jetzt zu den zehn Maschen von der Seite, die als Doppelmaschen waren, stricken die erste Masche von denen ab, drehen und stricken wieder eine Doppelmasche, indem wir den Faden nach hinten ziehen und 12 Maschen links zurück. Kommen wir zu dem anderen Teil mit den Doppelmaschen, stricken die erste Masche links ab, die Arbeit wenden, den Faden nach vorne ziehen und als Doppelmasche abheben. Faden wieder fest nach hinten und wieder rechts zurück. Und jetzt die Doppelmasche abstricken als eine Masche und die nächste Masche rechts stricken und die Arbeit wieder wenden. Faden nach vorne rüberziehen, Masche abheben, als Doppelmasche stricken und links zurück. Und auch die Doppelmasche aus der vorherigen Reihe links zusammenstricken als eine Masche. Und die nächste Masche links.
und wieder wenden, Faden vorne rüberziehen, sodass die Masche als Doppelmasche liegt und mit rechten Maschen zurückstricken. Die Doppelmasche als eine Masche stricken und eine weitere rechts. Diese Masche wieder als Doppelmasche abheben und mit linken Maschen zurückstricken. Die Doppelmasche links zusammenstricken, eine weitere links und wieder wenden. Und die beiden Reihen jetzt so oft wiederholen, bis die letzte Masche, die vor den Maschenmarkierern liegt, eine Doppelmasche ist. Kommt die letzte Masche vor dem Maschenmarkierer. Weil wir gleich wieder über alle vier Nadeln glatt rechts stricken, jetzt die ursprüngliche Maschenzahl abstricken. 16 Maschen sind das bei Größe 38 und 39. Und dann wieder die fünfte Nadel dazu holen. Und in der ersten Runde die Doppelmasche wieder als eine Masche zusammenstricken. Und in den ersten Runden die beiden Maschen, die eigentlich zur zweiten Nadel gehören, noch mit auf der ersten Nadel abstricken und hier wieder darauf achten, dass die Fadenspannung fest ist. Anderen Seite genauso. Die Doppelmasche als eine Masche zusammen rechts abstricken und die Runde zu Ende stricken. Bevor es mit dem Muster weitergeht, die beiden Maschen von der ersten wieder zur zweiten Nadel rüberschieben und den Maschenmarkierer entfernen und auf der anderen Seite genauso. Und dann ist die Bumerangferse fertig. Das war die Bumerangferse, die für jede Socke im Buch verwendet werden kann.